67 Minuten gespielt, Maxi Dittrich mit einem Solo über die rechte Seite. Keiner attackiert ihn und das lässt sich Dittrich dann nicht nehmen und vollendet trocken rechts unten zum 3:0. Marcel von Walsleben schießt, zaubert diesen Treffer aus dem Hut. Standardsituation auf der anderen Seite, direkt aufs Tor gezogen, 4:1, Traumtor, Sepernikro. Sven Möller schnappt sich den Ball, läuft an und zirkelt das Ding links oben in den Winkel. Der Querstöcker landet bei Bog, der tankt sich da erstmal durch die sechsbeinige Defensive, Gestocher um Gestocher, setzt sich dann durch und macht das 2:1. Nägele hatte im Rückraum alle Zeit der Welt, sich die Kugel zurechtzulegen. Hoher Ball zunächst geklärt, doch aus, geht nicht richtig hin. Muglis schnappt sich den Ball, legt ab und Vorsicht jetzt! Tor, was für ein Sonntagsschuss! Eine Vorlage von Tom Bolas auf André Franco und der hämmert das Leder einfach mal in den Winkel. Geht auf die Seite zu Jordan, der zurück auf Jansen. Der Schuss wird abgeblockt, auf dem Rückraum macht sich die Nummer 17 bereit. Trochowski schießt und trifft. Was für ein Treffer. 63. Minute, der schönste Angriff des Spiels von Viktoria folgt nun. Das ist wieder Klaus, ein Übersteiger und dann der Abschluss. Maxi Dittrich mit einem traumhaften Sololauf vorbei am ersten, dann direkt die nächsten beiden und das Tor zum 4:0. Davidson Eden völlig blank auf der linken Seite, den sieht Bergmann gar nicht, fasst sich ein Herz und Tor. Das ist der Lucky Punch für die Teutonia. Katastrophaler Fehler von Björn Schramm, das nutzt Dominik Jordan eisekalt aus zum 5:1. Flanke über links abgeblockt, aber Mirko Bergmann haut einfach mal drauf mit voller Wucht auf Böse. Wieder nur eine Minute später, Jean Gonahan, das 3:0, sensationeller Treffer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.